Internationale Gesellschaft für Präventionsmedizin. Und ich denke, das können wir schon sagen, international sind wir aufgestellt. Und wir haben so eine gemeinsame Maxime, gesund bleiben, aktiv bleiben und präventiv handeln. Es ist ja tatsächlich so, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch den Individualcharakter in der Präventionsmedizin hervorzuheben. Präventionsmedizin hat schon auch etwas Individualmedizinisches, denn wir sind alle Individuen, haben unterschiedliche Geschichten und dadurch auch natürlich einen unterschiedlichen Bedarf. Die Präventionsmedizin, wenn wir sie richtig machen, muss das berücksichtigen, muss darauf abzielen, nicht nur Kategorien zu befriedigen, sondern auch auf das Individuum Mensch dann einzugehen. Wir haben heute zu diesem Roundtable-Gespräch eingeladen, weil wir glauben, dass die Vernetzung sehr im Zentrum stehen muss. Die Präventionsmedizin hat einfach verschiedene Felder. Wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt nur eine Art der Prävention gültig ist, sondern wir müssen schon schauen, dass die Präventionsmedizin und die Erkenntnisse sich in verschiedenen Fachbereichen ergießt. Und so sind wir also wirklich froh, dass wir auch einige Kollegen hier haben, die letztendlich Präventionsmedizin bereits in der Forschung umgesetzt haben. Und das Handreichen ist hier als Symbol, dass wir uns künftig vielleicht noch ein bisschen besser austauschen können. Unser internationales Kooperationsnetzwerk ist letztendlich von Wissenschaftlern und aus Forschungseinrichtungen zusammengestellt. Hier arbeiten Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler, Mediziner, Pharmakologen, Psychologen und auch Dienstleistungsanbieter im Gesundheitssystem zusammen. Ziel ist es letztendlich, in dieser neuen Medizin eine Etablierung der klinischen Evidenz in der integrativen Medizin und in der Präventionsmedizin zu erarbeiten. Wichtig ist uns vor allen Dingen, dass in der Medizin geht es natürlich immer um einen gemeinnützigen Sinn, aber es muss auch irgendwo getragen werden. Und so sind wir dann auch froh, dass letztendlich wir den gemeinnützigen Charakter weiterhin aufrechterhalten konnten. Forschung und die Studien kosten Geld, aber es war letztendlich immer möglich, auch durch Mitgliedsbeiträge und durch gewisse Spenden letztendlich hier den Forschungsauftrag, den wir zusammen hatten, aufrechtzuerhalten. Die Geschichte der IGAP oder der EGAP. Wir haben das Gründungsdatum 2007, also immerhin sind wir schon im achten Jahr. Man merkt daran, wie alt man letztendlich wird. Die Zeit geht nicht zurück. Damals waren wir 13 Mitglieder oder Gründungsglieder. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und das war eine kleine Versammlung, die wir dann damals in Frankfurt abgehalten haben. Das hat sich ein bisschen geändert, wie gesagt. Jetzt, heute, Stand der Dinge ist, dass wir einen Vorstand haben und auch einen wissenschaftlichen Beirat, der international zusammengesetzt ist. Vorstand ist der Herr Dozent Dr. Thomas Endler, Dr. Burkhard Schütz und meine Wenigkeit. Wir machen das jetzt auch schon, ich denke, 5 Jahre zusammen gemeinsam. Und danke euch auch allen beiden für die immer stets konstruktive Zusammenarbeit. Die IGAP setzt sich ebenfalls aus einem wissenschaftlichen Beirat zusammen und hier sind jetzt mittlerweile, denke ich, 20 Wissenschaftler, Ärzte aus verschiedenen Bereichen tätig, die letztendlich das Grundgerüst der Präventionsmedizin und unserer Arbeit auch darstellen. Sie sind international tätig und hier sind wir eng vernetzt. Wir treffen uns auf Kongressen, auf Symposien, tauschen einander aus und können auch auf dieser Ebene letztendlich kurze Wege für unser Forschungsvorhaben darstellen. Gemeinsam sind unsere Ziele die, die hier jetzt da aufgelistet sind, die Bedeutung der Präventionsmedizin für Gesundheitssysteme hervorzuarbeiten und zur Etablierung von Standards in der Präventionsmedizin beizutragen. Es ist eben so, dass die Präventionsmedizin, wie vorhin schon angedeutet, eine relativ junge Wissenschaft ist, eine klinische Entität. Und es fehlt eben schon noch an Standards, an Leitlinien. Und genau das ist das, was wir versuchen
zu validieren, zu etablieren. Es ist uns der Leitspruch, dass wir in die Zukunft schauen wollen und eben das, was allgemein anerkannt ist, aber auch noch überprüfen wollen, damit wir eben einen sicheren Standard für die Allgemeinheit damit auch vermitteln können. Ja, die Situation nochmal ganz plastisch dargestellt. Hier sehen wir, wie das in Zukunft aussehen wird. In einer kleinen Skala sehen wir, dass es, egal wo wir wohnen, in Mitteleuropa, es in Zukunft eine älter werdende Bevölkerung geben wird. Das ist unaufhaltsam. In der ganzen Welt ist auch dieser Tendenz zu sehen. Wohl auch aufgrund des besseren Lebensstandards und natürlich auch dem medizinischen Fortschritt gedankt, ist diese Tatsache zu sehen. Und es sind erhebliche Unterschiede. Wenn wir das vergleichen, vor vielleicht 50 Jahren hat sich das Ganze um 20 bis 30 Jahre jetzt schon verschoben. Mit dieser Tatsache allerdings, wie schon auch angedeutet, ist es unausbleiblich, dass letztendlich auch die chronischen Erkrankungen zunehmen. Hier eine Skala weltweit an chronischen Erkrankungen, die infektiösen Erkrankungen, selbst in den sogenannten Entwicklungsländern oder Drittweltländern, gehen immer weiter zurück. Wir haben vor allen Dingen die Social Disease oder Non-Communicable Disease. Das sind diese Erkrankungen, die eben nicht infektiös sind, die aus einem gewissen Lebensstandard möglicherweise auch begründet sind. Die haben einen Großteil und jetzt auch in Zukunft möglicherweise auch stellen sie dann einen Belastungsfaktor für unser Gesundheitssystem dar. Die kardiovaskulären Erkrankungen ganz am Anfang und ganz zu oberster Stelle werden in Zukunft auch zunehmen. Aber wie auch hier deutlich zu erkennen sind, ist gleich dahinter der neurodegenerative Bereich auch ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit und unserer Forschungstätigkeit, letztendlich die Prävention der neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer-Erkrankungen, Depressionserkrankungen. Das werden die Themen der Zukunft sein. Hier gilt es herauszubekommen, zu erforschen, zu validieren, was sind die Marker von diesen Themen, was sind die Risikofaktoren, die letztendlich hinter diesen Grunderkrankungen stehen und wie können wir eventuell Präventionskonzepte dazu aufbauen. Der drastische Kurvenverlauf zeigt ganz deutlich, dass eben die Kostenfaktoren mit zunehmendem Alter, so ab 70 Jahren, aufgrund dieser wirklich chronischen Erkrankungen dann zu einer Belastung unseres Gesundheitssystems führen kann. Und die Frage ist tatsächlich, wie ist dann die Effizienz unserer Gesundheitssysteme? Hier schaut man sich einmal die Skalen an, die der modernen Medizin, mag man meinen, sind die Ausgaben pro Kopf so hoch, dass da von Effizienz eigentlich kaum noch die Rede sein kann. Wir haben zwar Möglichkeiten, die immens sind, aber dennoch, der Kostenfaktor bricht hier letztendlich die Effizienz. Und wir müssen uns wirklich überlegen, ob die Gesundheitssysteme in Zukunft nicht auf anderen Säulen aufgebaut werden müssen. Wir haben jetzt in Deutschland zumindest eine Neuerung. Das ist die Einführung des Präventionsgesetzes, wurde am 10. Juli 2015 im Bundesrat parlamentarisch dann verabschiedet. Die Neuerung hier ist, dass endlich auch mal fokussiert wird auf die Prävention. Die Frage ist, ob dieses neue Präventionsgesetz tatsächlich in der Lage ist, die Bedürfnisse der Gesellschaft vollständig zu erfassen. Präventionsgesetz hier hat den Schwerpunkt, wie dargestellt, in zum Beispiel Impfmaßnahmen, die sollen also in Zukunft gefördert werden. Das mag prinzipiell nicht gerade verkehrt sein, in Gemeinschaftseinrichtungen, Kitas, Schulen etc. dafür zu sorgen, dass der Impfstatus der Kinder relativ gut ist. Allerdings ist die Frage, ob damit tatsächlich unser dringendes Problem, was wir nun mehrmals schon angesprochen haben, nämlich der chronisch degenerativen Erkrankungen auch erfasst wird.
Das Gesetz sieht vor, so liest man in dem Gesetzestext, dass die bestehenden Gesundheits- und Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche und Erwachsene weiterentwickelt werden. Künftig soll ein stärkerer Augenmerk auf individuelle Belastungen und Risikofaktoren für das Entstehen von Krankheiten gelegt werden. Das ist natürlich genau, wovon wir auch ausgehen und wo wir den Schwerpunkt drin sehen. Ärzte und Ärztinnen erhalten die Möglichkeit, Präventionsempfehlungen auszustellen. Da sind wir mal gespannt, inwieweit diese Empfehlungen wirklich gehen. Denn die Frage ist, wenn man sich noch nicht mal einig ist, was letztendlich präventiv nützlich ist, welche Empfehlungen dann tatsächlich ausgegeben werden können. Auch interessant noch, die finanzielle Unterstützung der gesundheitlichen Selbsthilfe wird durch das Präventionsgesetz um rund 30 Millionen Euro erhöht. Für Selbsthilfegruppen, Organisationen, da sind wir vielleicht auch mit gemeint, und Kontaktstellen stellen die Krankenkassen ab dem Jahr 2016 je Versicherten einen Betrag von 1,06 Euro zur Verfügung. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man weiß, was der Gesamtetat in der Bundesrepublik für das Gesundheitssystem ist. Wir sehen, dass der Betrag für den Versicherten von 3,17 Euro dann ab dem Jahr 2016 auf insgesamt 7 Euro aufgestockt werden soll, also immerhin eine Erhöhung um 4 Euro. Was kann man sich für 4 Euro wirklich kaufen, ist meine Frage. Die finanzielle Unterstützung der gesundheitlichen Selbsthilfe ist tatsächlich eine präventive Maßnahme, die auch unterstützt werden soll. Nur die Frage, in welche Richtung geht das Geld und wie wird es letztendlich nützlich eingesetzt, das sind Fragen, die man noch diskutieren muss. Zumindest es ist vielleicht eine Grundlage, eine Basis geschaffen worden, von der man ausgehen kann. Das Interesse, der Fokus ist gesetzt auf die Präventionsmedizin, aber es ist eben doch, denke ich, noch sehr viel Arbeit zu leisten und gerade insbesondere auf die Lifestyle-Prävention, die ja doch sehr, sehr wichtig ist. Und da sehen wir im Fokus eben drei wichtige Säulen, die auch im Interesse der Präventionsmedizin, der IGAP, stehen. Das ist die Ernährung zu einem, die sehr, sehr wichtig ist. Eine gute, gesunde Ernährung hat man da bewiesen, da gibt es genügend Studien dazu, dient der Gesunderhaltung, der Lebensstil, der möglichst stressfrei sein sollte, ist ebenfalls eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Faktor und die ausreichende und gute Bewegung. Das sind die drei Säulen der Präventionsmedizin und hier denke ich, sollte man als erstes investieren in die Fokussierung auf diese drei Säulen. Dann können wir damit wirklich auch die breite Bevölkerung mit erreichen und dieser Kostenfaktor mag sicherlich nicht allzu hoch sein, weil hier geht es ja gerade mal auch um Lifestyle-Fragen und nicht um Medikamente. Was ist die Aufgabe der Public Health und der Präventionsmedizin? Ich denke, zunächst einmal muss eine Grundlage geschaffen werden, dass wir sozusagen auch wissen, wir müssen eine Grundlage dafür schaffen, für die Vermittlung von Inhalten. Das heißt, das kann eben nur durch Studien und Forschung geschehen. Und letztendlich ist dann in der zweiten Phase erst die Möglichkeit, sowas evident dann weiterzugeben. Das ist sozusagen der Zyklus, der in der Präventionsmedizin oder im öffentlichen Gesundheitssystem wichtig ist. Nun, wir haben uns bemüht, an diese Empfehlungen aktiv zu sein und Meilensteine der Weiterentwicklung von IGAP sind es einerseits, dass wir unseren wissenschaftlichen Beirat erweitern konnten, dass wir dann auch im Zuge von Anfragen letztendlich eine Studienabteilung für klinische Forschung und Ernährungsmedizin aufbauen konnten und letztendlich auch einen weiteren Schritt in der Kooperation mit wissenschaftlichen Journalien gründen konnten, um das, was wir aus den Studienkenntnissen gewonnen haben, letztendlich weiterzugeben. Und jetzt sind wir in dem dritten Schritt gerade aktiv. Das ist also eine ganz neue Weiterentwicklung, dass wir eine Weiterbildungsakademie sozusagen universitärer Art gegründet haben, einen Campus, einen Gesundheitscampus, der also in der Lage ist, zu zertifizieren und Universitätslehrgänge letztendlich in der Präventionsmedizin durchzuführen und das europaweit. Also das ist die neueste Entwicklung, die wir jetzt begrüßen dürfen.
Ja, iGAP, wo stehen wir jetzt? Eben diese Weiterentwicklung hat uns, glaube ich, schon ein bisschen Aufschwung gegeben. Wir sind tatsächlich sehr viel unterwegs im Bereich der wissenschaftlichen Präsenz und können davon ein Liedchen singen, dass wir immer mehr auch eingeladen werden und dass wir auch Präsenz und Flagge zeigen auf internationalen Kongressen. Wir können natürlich auch stolz darauf hinweisen, dass wir zertifizierte Weiterbildungen und Fortbildungen in Zukunft anbieten und wir haben sie auch bereits angeboten. Wir sind in der Lage, Produkte zu validieren nach den Erkenntnissen der GCP, also Good Clinical Practice, und wir führen eben auch klinische Interventionsstudien durch, eben nach klinischen Erfordernissen, die auch das GCP berücksichtigen. Das Netzwerk setzt sich zusammen aus Klinik, aus angewandter Medizin, aus Forschung und Lehre und dann eben auch den Anbieter, der letztendlich auch uns mit vernetzt und die Umsetzung der jeweiligen Interessen dann ermöglicht. Dienstleister sind damit gemeint. Im Mittelpunkt der iGAP also sind es insgesamt 3 oder 4 Netzstrukturen, die wir haben. Beginnen wir mal mit der klinischen Forschung, die sich bemüht, die Aufträge und die Interessen eines Produktes zu validieren. Das führen wir durch. Hier machen wir eben klinische Studien. Letztendlich wird die klinische Studie aber auch publiziert. Das heißt, sie wird auf einen wissenschaftlichen Standard gebracht. Und das alles mündet dann auch in der Weiterbildung, in der Weitergabe der Kenntnisse, damit sozusagen auch die Öffentlichkeit dadurch einen Vorteil haben kann. So sehen wir also, dass eigentlich Forschung und Klinik zusammen gut harmonieren. Und wir glauben, dass gerade in einem so jungen Feld wie die Präventionsmedizin es sehr wichtig ist, dass die Kenntnisse aus der Forschung relativ schnell an die Klinik weitergebracht werden, dass also diejenigen, die in der Klinik Patienten sehen, auch aus diesen Forschungen profitieren können. Das ist uns ein wesentliches Anliegen, weil die Medizin macht gerade in der Präventionsmedizin natürlich sehr schnelle Fortschritte. Um einen kleinen Einblick zu bringen in die klinische Studientätigkeit der iGAP unter dem Gesichtspunkt der Präventionsmedizin, wie auch der Kollege Endler schon dargestellt hat, geht das sicherlich nicht ohne Biomarker, die zunächst einmal natürlich validiert werden müssen. Wir können keine Biomarker einsetzen, die keine Substanz haben. Aber die Validierung der Biomarker geht voraus. Und mit diesen Biomarkern sind wir dann in der Lage, gewisse Studienfragen zu bearbeiten, sei es jetzt aus dem großen Thema Darm und Gesundheit oder bei der Frage von neurodegenerativen Erkrankungen oder bei metabolischen Erkrankungen. Das heißt, wir nutzen hier Biomarker, die letztendlich eine Sensitivität haben und auch die Möglichkeit haben, gewisse Risiken frühzeitig zu erkennen. Das ganze Netz haben wir jetzt so weit ausgebaut, dass immerhin in der Kooperation mit den beiden Labors, BioVis und Labor Endler, kompetente Laborärzte, Biochemiker und Molekularbiologen zusammenarbeiten und mittlerweile doch schon ein Netzwerk von fast 4.000 Kliniker in der Präventionsmedizin zu verzeichnen sind. Also das ist der Standard, den wir momentan haben. Der ist international und ich denke, das ist eine sehr freudige Entwicklung, dass wir auf dieser Basis weitermachen können. Was wird für Biomarker, welche Biomarker interessieren uns? Für Risikoevaluierungen, wir können sie aus Blut, aus dem Stuhl, aus dem Urin oder aus dem Speichel gewinnen. Da hat sich einiges getan. Vielleicht wird auch der Dr. Schütz noch kurz darüber sprechen. Nur ein paar kleine Beispiele. Sie sollen jetzt nur zeigen, wie wir tatsächlich auch Forschung betrieben haben und diese Dinge dann auch publiziert haben. Zum Beispiel hier die Arbeit über Histamin und über Serotonin, die Wechselwirkung. Und auch die Wechselwirkung von Serotonin und Adiponektin, die publiziert wurde.
Dann letztendlich auch die Risikofaktoren, die über das metabolische Syndrom bekannt sind, die wurden von uns auch untersucht. Und letztendlich aber auch die Fragestellung im Bereich der frühkindlichen Entwicklung haben wir untersucht. Was sind die Prädilektionsfaktoren für eine optimale Ernährung in der Schwangerschaft? Welchen Einfluss haben sie auf die frühkindliche Entwicklung? Und ein wichtiges Thema bei neurodegenerativen Erkrankungen war die Frage der Mitochondrienforschung. Auch hier haben wir eine Studie durchgeführt und eine Korrelation zwischen Biomarkern des nitrosativen Stresses und der Mitochondriopathie. Alles das wurde veröffentlicht in mehreren Journalen. Das ist unser Hausjournal. Wir haben allerdings auch Zugriff auf andere Journale. Eines zum Beispiel ist das Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine oder eben auch das Flaggschiff der IGAP. Das ist das Neuroendocrinological Letters, NEL genannt, der mit einem Impact-Faktor von 1,5 PubMed gelistet ist und peer-reviewed ist. Das heißt, unsere Forschungstätigkeiten werden international damit auch möglicherweise dann gelesen. Das heißt, wir können damit dann auch doch in die Literatur Einfluss nehmen. Studien, die in NEL veröffentlicht worden sind, waren hier zum Beispiel bei Multiple Sklerose, Einfluss von Cholinzitrat bei Multiple Sklerose. Oder wir haben eine gemeinsame Forschungsarbeit mit der Sigiene durchgeführt. Das ist Herrn Professor Moosgöller zu verdanken. Da wurde ein Präparat untersucht, Papaya-Extrakt bei digestiven Problemen, wie letztendlich hier die Wirkung war. Und nicht zuletzt, auch das wird auch der Herr Hüther vielleicht noch mal kurz ansprechen, haben wir eine Studie durchgeführt mit einem Produkt, einem Vitaminprodukt, einem flüssigen Vitaminprodukt Lavita, das letztendlich sehr erstaunliche Ergebnisse zeigen konnte. Das war eine doppelblind randomisierte Interventionsstudie, placebo-kontrolliert, also mit allen Anforderungen, die eben eine klinische Studie auch zu erfüllen hat. Die Ergebnisse werden nacheinander publiziert. Die ersten beiden Publikationen sind bereits im NEL erschienen. Ich hoffe, dass der Herausgeber des NELs, Professor Dr. Freiberg, heute noch anwesend sein kann. Er wird möglicherweise dann später noch zu uns stoßen. All das sind also Dinge, die letztendlich zeigen, dass wir aktiv sind, dass wir auch gerne hinterfragen und dass wir das auf wissenschaftlicher Ebene machen und dass wir letztendlich damit der Präventionsmedizin eine Stärkung, einen Meilenstein aufbauen wollen. Die Stärke unserer Verbindung ist tatsächlich in der Vernetzung und die kurzen Wege, die wir hier haben, die ermöglicht uns das schnelle Handeln und auch vielleicht sogar das schnelle Wachstum, wovon wir dann ausgehen. Ja, wir hoffen alle, dass wir weiterhin gesund bleiben und dass wir noch ein bisschen älter werden. Davon wollen wir doch auch alle ausgehen. Dann möchten wir aber auch eine gesunde Zukunft haben und möglicherweise auch ein gesundes Gesundheitssystem, das uns darin stärkt und das uns eine gewisse Sicherheit gibt. Dafür müssen wir alle was tun. Und das ist eben unsere gemeinsame Aufgabe. Und dazu sind wir auch heute alle eingeladen und möglicherweise können wir auch einen gemeinsamen Anstoß dafür machen. Ich darf noch das Grußwort von Florence Nightingale verlesen. In the future, which I shall not see, for I am old, may a better way be opened. May the methods by which every infant, every human being will have the best chance of health, the methods by which every sick person will have the best chance of recovery be learned and practiced. Hospitals are only an intermediate state of civilization, never intended at all events to take in the whole sick population. Florence Nightingale, die hat hier leider nicht heute kommen können, weil sie ist vor 150 Jahren bereits verstorben. Eine Visionärin, die auch im Gesundheitssystem etwas verändert hat. Ich denke, das ist sozusagen unser gemeinsames Motto. Wir müssen aktiv sein und wir müssen uns nach vorne bewegen, dann werden wir auch Erfolg haben. Ich darf mal jetzt für die Aufmerksamkeit mich bedanken und auch vielleicht den Burkhard noch bitten, Dr. Schütz, Beitrag aus dem Vorstand für die IGAP zu präsentieren.